Hey Freunde, was geht? Heute machen wir einen Reisbrei mit Ei und Bacon aus Mulan. Das sollte dann so ausschauen. Da habe ich schon das Wasser vorbereitet. Das tun wir ohne Momente. Leute, ich kann den Ofen nicht einschalten. Es ist ein Herd. Ich bin zu blöd dafür. Okay, ich bin gleich zurück. Ich muss nur schnell schauen, wie ich das mache. Liebe Freunde, nach einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung habe ich es dann dennoch geschafft, den Ofen zu entsperren. Schau, jetzt haben wir da mal den Reis rein. Das ist 180 Gramm Jasminreis. Ja, man braucht übrigens 1,4 Liter Wasser dafür. Gut. Als nächstes, ich stelle mal die Kamera auf. Als nächstes nehmen wir da eine Gemüsesuppebrühe. Da werden wir so ungefähr, also es steht drin, dass man 2 bis 3 Esslöffel braucht. Ich hau da jetzt einfach einmal just for fun, ich mag sehr würzig. Haben wir da zwei solche Gemüsesuppenbrühwürfel rein in den Jasminreis. Ich bin schon sehr gespannt, wie das schmeckt. Sehr gespannt. Das ist übrigens das Kochbuch Wie schmeckt's von der Malwanne, also von der Vanessa. Und ja, ich habe jetzt einmal was gekocht, das Lembasbrot, und das war sehr gut. Und ja, mich interessieren einfach die Rezepte sehr, ich finde das sehr faszinierend. Und ja, gut, als nächstes machen wir die Zwiebel. Die muss man nur schälen, halbieren einmal und dann reinhauen. Machen wir jetzt schnell. Okay, so schön halbiert habe ich es jetzt nicht, aber ja, das haben wir da jetzt einfach rein. Na gut, wir sind aber noch nicht fertig. Das ist natürlich erstmal der erste Schritt. Wir müssen dann noch warten, bis der Reis fertig gekocht ist. Brauchen wir noch 2 Knoblauchzehen. Die müssen wir auch nur schälen. Da werden meine Finger gut riechen. Aber ja. Die schälen wir gleich. Die zweite auch noch. Ich habe nämlich irgendwie vor, also ich koche gern und ich habe Hunger. Aber die Rezepte von der Vanessa sind halt aus Filmen und Serien hauptsächlich. Und ja, ist echt geil. Gefällt mir. So. Die haben wir jetzt einmal geschält. Die tun wir jetzt noch halbieren jeweils. Und die kommen auch da rein. Na gut, schauen wir schnell. Eine Stunde köcheln lassen. Eine Stunde köcheln lassen, so was. Dann nehmen wir einen Köchellöffel und rühren das einmal alles schön um.
gut. Das schaut schon mal echt köstlich aus. Zwinker, zwinker, nein, ist sicher so lecker. Es ist ein deftiger, aber auch süßer Brei. Steht halt drin und ja. Und jetzt tun wir noch schnell die Uhr einschalten. Huch, jetzt wäre mir fast das Ende runtergefallen. Eine Stunde. Das war eine Minute. Dir. Ich bin auch ein Depp irgendwie. Eine Stunde. Gut, das dauert jetzt, liebe Leute. Da schauen wir schnell noch einmal. Schaut schon sehr spannend aus, kann man sagen. Bin schon echt gespannt, wie es schmeckt, aber das sehen wir dann später. Gut, ich werde jetzt ein bisschen wegräumen und wir sehen uns gleich. So, jetzt lasse ich das einmal für eine Stunde köcheln, wie schon gesagt. Ich werde immer wieder umrühren, das werde ich wahrscheinlich nicht filmen. Und ja, halt immer wieder umrühren einfach. Yes! Ganz kurz noch, das mit dem, dass das süß ist oder so, war Bullshit. Man kann's. Warte mal, wie steht das da drin? Sowohl süß als auch herzhaft zubereiten. Aber wir bereiten es natürlich herzhaft zu, Leute. Also, die Form habe ich nicht gefunden. Das heißt, die Augen werden ein bisschen abstrakter. Also für die Eier jetzt, sehr logisch, da ist ein guter Speck, ich will gerade vorheizen, dann kommt der rein, aber ich mache jetzt einmal die Eier und ja, stellen wir das einmal auf. Das schaut mehr aus wie ein nacktes eine, aber wurscht. Ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal. Okay, die Eier brauchen jetzt kurz. Und jetzt machen wir schnell den Speck. Ich nehme natürlich kein Beckenspeck. Kein Beckenspeck. Ich nehme kein. Wie heißt das? Leute, kein Veggie-Speck. Weil ich Veggie-Speck nicht brauche. Ich will einen gescheiten Speck. Das ist noch ein bisschen dreckig und heiß. Dreckig und heiß. Das ist nicht gut, wenn es dreckig und heiß ist. Vom letzten Mal kochen, das war zwar nicht sicher, aber ja. Und ich mache jetzt ein bisschen mehr Speck, weil das schon ausschaut wie ein Smiley-Gesicht. Gut, lassen wir es brennen, bis der Speck fertig ist. Die Eier sind gleich fertig. Naja, gleich sind drin. Aber es riecht schon gut, Leute. Der Brei schaut schon richtig geil aus. Irgendwie hätte ich gerne einen süßen Reisbrei, weil süßer Reisbrei schmeckt einfach geil. Aber das wird auch geil schmecken, Leute. No problemo. Alles gut. Gut. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Ich habe jetzt ein bisschen weiter gemacht, ohne zu filmen. Da sind die Augen. Aus das habe ich Augenbrauen gemacht. Aus den Rändern, die ich benutzt habe. Und ja. Der Speck ist auch gleich fertig. Das heißt, ich kann gleich essen. Ich
schauen wir mal nach dem Speck. Der schaut auch schon geil aus. Könnte geil werden. Wird geil werden. Jetzt machen wir da noch. Es ist halt eine riesen Portion. Schauen wir mal, wie viel ich da essen kann. Jetzt tun wir da noch ordentlich Pfeffer drauf. Und natürlich Salz. Okay Leute, ich lasse das noch ein bisschen auskühlen, wir sehen uns gleich bei der Kostprobe. Also ich muss sagen, vom Ausschauen her ist es eine 9 von 10, würde ich ehrlich gesagt sagen. Und jetzt probieren wir es noch. Erst mal einen Brei vielleicht, ob es sehr gut geworden ist. Hier stimmt etwas nicht. Alyssa hat dir nie gesagt, wo sie wohnt. Das schmeckt richtig geil. Prost, ich habe ein bisschen Batz gehabt, aber das gehört dazu. Okay, kannst du die aufmachen. Mhm. Jetzt einmal mit dem Speck und einem Spiegel. Ich verstehe es nicht. Eingangstür. Wohnzimmer. Küche. Okay, Leute. Wintergarten. Es ist echt geil geworden, ein richtig geiles Mittagessen. Von der Schwierigkeitsstufe von 1 bis 5, 5 ist das höchste, würde ich sagen. Ist maximal ein 2. Ist echt nicht schwer. Aber richtig geil, macht das nach. Danke Vanessa für das schöne Rezept. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und genießt eure Zeit. Ciao.